Von der Konditorin zur Sexologin. Melanie Fritz erzählt uns, wie es für sie war, damals ihren Beruf aufzugeben, als sie auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet hat und in der Küche stand mit 70 anderen Männern und dann langsam aber sicher umgeschult hat zur Sexologin und sich quasi mit dem Orgasmus, mit dem weiblichen Orgasmus, dem männlichen Orgasmus, mit Tantra-Massagen, ja, mit Intimmassagen beschäftigt hat und eine ganz neue Welt eröffnet hat, mit der sie natürlich genau den Nabel der Zeit getroffen hat. In den letzten 10 Jahren ist ja hier sehr viel passiert, also freut euch auf viele Einblicke auch zu dem Thema, aber genauso zu, wie sie damit umgegangen, dass sie das jetzt macht, weil es war ja nicht sehr anerkannt. Also sie hat nicht sehr viel Rückhalt erhalten aus ihrem Freundeskreis, von ihrer Familie, hat es trotzdem durchgezogen, ihr Ding, und kann davon sehr gut leben. Also freut euch auch auf viele Tipps von ihr zur Selbstständigkeit und habt ganz viel Spaß bei der Folge. War es denn von Konditorin zur Sexologin umzuschulen? Also wieso hast du das gemacht? Warum bist du überhaupt Konditorin geworden, wenn du immer Sexologin werden wolltest? War doch dein Kindheitstraum. Nee, so nicht. Also tatsächlich war mein, tatsächlich habe ich erstmal wirklich Köchin und Konditorin gelernt und das war erstmal mein Traum, das wollte ich immer machen. Das habe ich auch 15 Jahre lang voller Begeisterung gemacht. Ich habe da total viel erlebt. Ich bin viel gereist. Also ich habe damals auch auf Kreuzfahrtschiffen gearbeitet und in der Top-Gastronomie und so. Also das war jetzt schon auch ein sehr erfüllter Beruf und ein sehr schöner. Und dann so mit 30, also so mit Anfang 30, habe ich selber angefangen für mich mit Therapiegeschichten. Erstmal aus eigenem Interesse. Also was heißt Therapie? Was meinst du mit Therapiegeschichten? Also ich habe selber Therapie gemacht, ne? Okay. So. Bist du zur Therapie gegangen? Zur Therapie gegangen, genau. Weil ich damals, also es hat angefangen, dass ich einen Bandscheibenvorfall hatte. Okay. Und dann bin ich da irgendwie eingestiegen und dann Ja. habe ich auf einmal gemerkt, mich interessiert es total, was da in uns passiert, ja. Und es gab schon mal tatsächlich früher so einen Wunsch, mit Menschen zu arbeiten. Also ich wollte eher so tatsächlich früher schon auch, es gab so parallel zu dem Köchin-Schiene, so eine Schiene mit Psychotherapie irgendwas zu machen. Das war damals von meinen Eltern, die wollten das überhaupt nicht, ne? Das war irgendwie so soziale Berufe, so soziale, nichts Gescheites, ne? Gut So. bezahlt. Ja, genau. Ja, und auch irgendwie so, ne, das war irgendwie sehr fremd. Und dann habe ich halt den Weg eingeschlagen und dann kam das aber wieder, wo ich gemerkt habe, ich will mit Leuten arbeiten, ich habe da Spaß daran. Und habe dann ziemlich schnell angefangen, hab dann mit der Gastronomie aufgehört und habe eine Heilpraktiker-Ausbildung gemacht, habe Trauma-Ausbildung, Therapie gemacht, Psychotherapie-Ausbildungen und diese ganzen Geschichten. Und da war das Thema Sexualität erstmal noch gar nicht da, ne? So, sondern es war erstmal so allgemein Heilpraktiker, sage ich jetzt Ja. mal so, ne? Ein sehr Und softer Übergang. ja, so auch ein Stück, ne? Also es war so Stück für Stück. Ich habe dann erst noch teilweise so Teilzeit gearbeitet, ne? Dass ich halt sozusagen meine Basis hatte zum Leben, für Miete, Essen und so. Und die Praxis lief so nebenher, ne? So, das war alles so, naja, so, ich konnte so meine Weiterbildung finanzieren, aber es war nicht wirklich überlebensfähig. Okay. Und dann habe ich eben so mit Ende 30 habe ich noch mal angefangen, mich mit dem Thema Sexualität zu beschäftigen, nicht mit dem Ziel, Sexologin zu werden. So, also wenn mir das so mit, ich sage jetzt mal so mit Mitte Ende 30 jemand gesagt hätte, hätte ich gesagt, du spinnst. Ja, Ja. so, also das war jenseits von allem. Ja, so. Und ich habe dann aber erst mal angefangen, mich selber zu informieren, weil ich für mich gemerkt habe, beim Thema Sexualität ist noch echt Luft nach oben in meinem Leben, in meinem ganz persönlichen. Ja, es war eher so das Gefühl von, da geht noch was. Und dann habe ich erstmal angefangen, selber für mich Kurse zu machen, also um was über mich zu lernen. Und habe eben Tantra-Massage gelernt. Das hat mich schon mal immer interessiert. Das war so. Also jetzt vor 15 Jahren war die Tantra-Massage noch in der totalen Schmuddelecke. Ja, also da war das so,
Also es war eigentlich Rotlicht so in etwa. Ja, also das war jetzt, ich habe da auch niemandem groß was davon erzählt. Okay, du hast es wirklich geheim, also so ein Ja. Wenn ich jetzt immer gefragt hätte, hättest du es wahrscheinlich gesagt, aber... Ja, also so meine besten Freundinnen wussten schon was davon. Meiner Familie, also meiner Schwester habe ich es, glaube ich, nach 2 Jahren oder so erzählt, so. Und meinen Eltern habe ich es auch irgendwann erzählt, aber eigentlich erst dann, als ich da sehr gesettelt schon war. Ne? So davor dachten die immer, ich mache da irgendwelche so Wellnessmassagen oder so, ja. Wohlfühlmassagen. Ja, genau, so, ne? Und damals habe ich eben erstmal auch dann in einem Tantra-Massage-Institut gearbeitet und habe da wahnsinnig viel gelernt. Ich habe dort hauptsächlich eben auch Männer massiert und ein paar Frauen. Und die Frauen waren für mich erstmal eine totale Herausforderung. Okay. So, also das war so, ich bin selber heterosexuell, ich habe davor nie eine Frau intim berührt. Mhm. Und jetzt bin ich auf einmal da gesessen und sollte eine Frau intim berühren und hatte, also ja, obwohl ich selber eine Frau bin, null Ahnung. Null. Ja, so. Ja. Und tatsächlich finde ich, ist es sehr komplexer, sehr viel komplexer, als einen Mann zu berühren, weil es eben auch so ist, dass bei den Frauen alles ein bisschen kleiner ist, die Hälfte ist innen, ist versteckter. Also es gibt dort mehr zu beachten und Frauen sind auch, sage ich jetzt mal so, vom Erregungsaufbau anders. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, das mit den Männern, das kann ich so in Anführungszeichen irgendwann. Das mit den Frauen hatte ich so das Gefühl, okay, da kann ich noch was lernen. Dann habe ich eben Spezialausbildungen gemacht und habe mich dann tatsächlich irgendwann auch aus dem Institut verabschiedet und habe meine Praxis eben umgestellt auf weibliche Sexualität. Mhm. Ne? Eben auf Yoni-Massagen, auf Beratung, habe die Ausbildung zur Sexologin gemacht. Und es ist jetzt schon über 10, 12 Jahre her. Und damals haben alle zu mir gesagt, du bist wahnsinnig. So, also ich habe da nicht so wirklich viel Rückhalt bekommen. Mhm. Weil, also auf dem Freundeskreis hauptsächlich? Oder Familie. Ja, im Freundeskreis auch die Leute, die in dem Bereich gearbeitet haben, die ich kannte. Weil es halt zu dem Zeitpunkt noch so war, dass das Thema weibliche Sexualität bei uns in der Gesellschaft oder in den Medien minimal vorhanden war. Mhm. Da ist jetzt in den letzten 10 Jahren wahnsinnig viel passiert. Aber damals war eher so dieses, da kommen keine Frauen. Mhm. Frauen geben für sowas ja kein Geld aus. Ja, so, ja. Außer sie haben ein wirkliches Problem oder so. Ja, aber sich sozusagen dann Geld in die Hand zu nehmen, ist ja nochmal eine andere Nummer auch für viele, ja. Weil das sind ja Privatleistungen sozusagen. Also die Leute zahlen es aus ihrem eigenen Geldbeutel. Genau, ist keine Kassenleistung. Genau, ist keine Kassenleistung. Und ich habe halt dann gesagt, es ist mir egal. Ne, so, ich probiere das einfach. Mehr als schiefgehen kann es nicht. Ja. Und habe halt meine Internetseite aufgesetzt, habe erstmal hauptsächlich sehr viel mit Yoni-Massagen gearbeitet. Und die Beratungen sind dann im Laufe der Zeit einfach mehr geworden. Also Yoni, vielleicht für alle, die mit Yoni nichts anfangen können. Also die Yoni-Massage ist sozusagen die weibliche Form der Tantra-Massage. Also ist halt eine Ganzkörpermassage, wo der Intimbereich auch ausführlich mit massiert und berührt wird. Und da kann es halt ganz verschiedene Themen, wieso zahlt man dafür? Ja, so. Und es ist halt, das kann natürlich sozusagen jetzt zum Erleben sein, also um sich selber zu erleben in einem Kontext außerhalb der normalen Sexualität, ne? Weil wenn du jetzt zum Beispiel als Frau zu so einer Massage gehst und von einer Frau berührt wirst, dann ist das erstmal ein anderer Erfahrungsraum, ne? Weil eben zum Beispiel so diese Erotik, die sonst oft da ist, wenn eine Frau mit einem Mann ist, fällt weg. Es fällt dieses weg, Skripte, was machen wir überhaupt, in welcher Reihenfolge, wo ist Anfang, wo ist Ende, was passiert dazwischen? Da haben wir ja so Skripte, ja, also was wann passiert. Mhm. Ne? Oder so wie, also Vorspiel und Ende ist beim Orgasmus. Ja, genau, und wie ich mich, was vielleicht von mir als Frau erwartet wird, was ich denke, dass mein Gegenüber erwartet, was ich selber von mir erwarte, was passieren sollte und so, das meine ich mit Skripten. Ja, das tragen wir so in uns. Ne? So, ja. Und jetzt gehe ich halt zum Beispiel zu einer Yoni-Massage und da ist das halt nicht so. Ja. Ja, also da tue ich weder interagieren, also in Form von
gegenseitigen Berührungen, sondern ich kann mich jetzt im Empfangen mal ganz auf mich konzentrieren. Und das können aber auch Themen sein von mich selber besser kennenlernen, von aber auch Schmerzen, jetzt im Genitalbereich. Also so diese ganzen Themen, die damit verbunden sind, ne, Orgasmusprobleme, Vaginismus, so alles, was da so kommt. Und die Tantra-Massage war eben, ich sage jetzt mal so vor 10, 12 Jahren, die war damals sehr, sehr stark auf Männer ausgerichtet. Und bei Frauen jetzt nicht so publik. Das kam jetzt dann erst so nach und nach, dass es in Zeitschriften gab, ja, dass mal da jemand drüber berichtet hat. Also ich kann mich auch dran erinnern, ich meine, wo ich immer fand, dass es irgendwie ein bisschen aufwärts ging, war mit den Dildo-Abenden. Ja, ja. Wo ich dann, das war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, so, ah, okay, stimmt, Frauen haben ja auch eine Sexualität, mit der sie sich beschäftigen können. Es sind ja nicht nur wir Männer, die sich irgendwie vorm PC gütlich tun, seitdem sie 13, 14 sind, sondern Frauen, aber man, ich meine, was ich aus meinem Freundeskreis und Erfahrung weiß, ist, dass Frauen das nicht machen oder nicht gemacht haben, dass es nicht so normal ist. Ja. Und bei Männern macht es jeder, das weiß auch jeder, auch jedes Elternteil, dass der Junior, wenn er oben ist und alleine ist, ab einem gewissen Alter wahrscheinlich mal anklopfen sollte, wenn man reinkommt. Ja. Und bei Mädels halt eher nicht so. Das verbindet man einfach nicht damit. Ja. Also ich verstehe das schon, dass da, dass es, wenn man noch ein paar Jahre vorher geht, dass es noch weniger verbreitet war, dass man sowas mit einem Mädel oder Frauen verbindet. Genau, und es ist halt auch in unserem Kopf, also es hört sich jetzt so ein bisschen krass an, aber in unseren Köpfen ist es sozusagen nicht verankert und in unserer Gesellschaft, dass Frauen in Anführungszeichen für eine sexuelle Dienstleistung Geld zahlen. Stimmt, wenn ich an den Puff denke oder irgendwie sowas. Ja. Das sind, da arbeiten Frauen, keine Männer. Ja. Und es gibt halt jetzt erst so langsam, kann man sagen, es gibt auch mal Callboys, sowas. Oder männliche Prostituierte, die jetzt auch wieder nicht für Männer sozusagen ihren Job machen, sondern für Frauen. Ja. Mhm. Das ist noch sehr, sehr wenig. Und ebenso diese Idee davon, das ist sehr fremd bei uns. So, ja. Auch wenn es jetzt sozusagen mit Sex nichts zu tun hat, aber diese Idee von, ich gehe wohin, da geht es um Sex und ich zahle was dafür, ist erstmal, hat eine Zeit gebraucht, um sich bei uns gesellschaftlich so zu etablieren. Mhm. Ja, so. Und deshalb war das am Anfang, dass alle gesagt haben, da kommen eh keine Frauen, kannst du vergessen, so, ja. Und das hat auch so ein bisschen gedauert, also viel Werbung, sage ich jetzt mal so, ich würde mal sagen so 2 Jahre. Aber wie hast du genau gestartet? Also du hast den Sprung gewagt, hast gesagt, ich mache das jetzt ganz und mache jetzt in Anführungsstrichen Sexologin, auch wenn das vielleicht damals noch nicht so hieß. Und du wolltest Massagen für Frauen anbieten, so Intimmassagen, Tantra-Massagen, Yoni-Massagen. Genau. Und hast dann gesagt, nee, ich fange jetzt morgen an. Und mach eine Website und los geht's. Genau, ja. Okay. Also das heißt, ich hatte ja meine Praxis schon, also ich hatte ja die Räumlichkeiten sozusagen schon. Stimmt, weil du da vorher auch schon Behandlungen gemacht hast. Genau, ich habe davor auch schon Wellnessmassagen gemacht, so. Ja. Und ich kannte ja das Business jetzt dadurch, dass ich im Institut gearbeitet hatte schon, also ich wusste sozusagen, wo Was für ein Institut meinst du? Tantra-Massage-Institut. Ach so, okay, Also es war jetzt nicht so, dass ich da so ins Nichts reingestolpert bin. Und ich hatte jetzt auch keinen Druck, dass ich jetzt sagen musste, ich muss ab morgen davon leben. Mhm. Ja, so. Also ich hatte einfach Übergangsphasen und es konnte sich so langsam entwickeln. Und es hat auch so, ich sag mal so 2, 3 Jahre gedauert, bis ich jetzt wirklich sagen konnte, okay, jetzt ist eine Stabilität da. Ja, und jetzt kommt auch so viel Geld rein. War das 2, 3 Jahre, wo du richtig, in Anführungsstrichen, am Hungertuch nagen musstest? Also kein Urlaub, nur arbeiten, nur hustlen? Oder war das schon, okay, ich habe ersparte, ich verdiene auch ein bisschen was, aber... Genau, ich hatte auch noch so andere Standbeine, sage ich jetzt mal, mit denen ich so ein bisschen das ausgleichen konnte. Ich habe noch ein bisschen in dem Büro gearbeitet, ich habe noch ein bisschen im Bioladen gearbeitet. So. Okay, also ich hatte noch so Messejobs und so, wo ich das ganz gut regulieren konnte. Ne, so. Und jetzt nicht so davon so voll abhängig war, dass das jetzt von heute auf morgen funktioniert. Ja, so. Also, und das ist auch ein guter Übergang für sowas.
da, wo nicht so viel Druck entsteht, sondern wo ich auch sagen kann, okay, ich nehme das, was kommt, ja, ja so, und freue mich, wenn es mehr wird und mache halt die Schritte. Es braucht ja auch Zeit, um dann irgendwann halt, also der Plan war ehrlich gesagt auch erstmal gar nicht davon vorleben zu können. Mhm. Es war auch sowas, ich mache das, ne, so einfach ein paar Tage im Monat sozusagen. Du hast jetzt nicht den Plan gehabt, ich mache das jetzt, ich fange das morgen an und das wird mein neues Business, ich ziehe das auf und in 10 Jahren verkaufe ich es für 100 Millionen. Ja, ja, nein, ja, nein. Es geht um unterschiedliche Geschichten, ja, hier. Und ja, ja, genau. Nee, also für mich ist es sowieso so, es war irgendwie, also für mich hat es sehr viel mit meiner eigenen Entwicklung zu tun, mhm, immer. Ich mache eigentlich nur Sachen in meinem Leben, die mich wirklich auch persönlich interessieren, ja. Und ich, und das ist einfach so ein Thema, wo ich das Gefühl hatte, da will ich einfach auch mehr in die Welt davon bringen. Also, mhm, ich möchte, also mein Wunsch ist es so nach wie vor, dass Frauen auch ihre Sexualität anders erleben können und mehr Raum dafür ist und mehr Verständnis passiert, ja, so. Und ja, und das wurde dann immer mehr und die anderen Jobs wurden dann immer weniger und dann, ich würde jetzt mal so sagen, seit vielleicht 7, 8 Jahren oder so, mhm, lebe ich ausschließlich davon. Also ich mache jetzt nichts mehr anderes. Ne? So. Und es war ein schleichender Übergang und ist halt immer auch noch weiter gekoppelt an andere Ausbildungen, ne? So, also okay, an Fortbildungen, weil ja dieses Thema Sexualität einfach sehr vielschichtig ist und wir, ja, entwickeln uns da auch, ich sage jetzt mal so, in den letzten 10 Jahren enorm. Ja, und also entwickeln wahrscheinlich im Sinne von, wir öffnen uns auch. Ja. Und ja, die Gesellschaft, ja, öffnet sich dem, genau, Thema. Es ist, ja, immer so tabu. So, ja. Sexläden haben offene, ja, Fensterscheiben, ja, ja, nicht mehr abgedunkelt. Ja, auch nicht nur Sexläden, sondern wenn wir so sehen, ne, wie viel sich da, wenn wir jetzt mal überlegen, an Trans und Gendern oder solche Geschichten, mhm, ne, was sich da in 10 Jahren getan hat, ne? Also auch, ja, wie offen Menschen damit umgehen, ja, auch wenn wir so sehen, was es an, ich sag jetzt mal, an Medienbildern gibt oder an Leuten, die in der Öffentlichkeit sind, die anders sind, ja, ja, auch in ihrer sexuellen Identität, ja, und darüber offen reden, ja, das ist ja, also vor 10 Jahren war einfach so diese ganze, ich sage jetzt mal, Homosexualitätsgeschichten, die waren puh, ja, so, also, also ich würde mal sagen, vor 15 Jahren war es noch fast undenkbar, dass ein Fußballer gesagt hat, ich bin homosexuell oder ein Bürgermeister, ja. Das ist heute nicht, ja, viel anders. Ja, naja, so, aber... im Fußball. Ja, aber es ist... Geoutet wird sich meistens danach. Ja, gut, okay, ja, aber es wird sich zumindest, ja, geoutet, ja, und es ist sowas, wo... Ich sage jetzt mal eben auch, das Thema weibliche Sexualität ganz anders ist. Also wir wissen einfach mehr oder man kann nicht mal sagen, wir wissen mehr, aber das Wissen wird weiter verbreitet. Mhm. Ja, so, also es ist, wir wissen heute einfach mehr über weibliche Genitalien, über Erregungsformen oder so, was auch eben in den normalen, Anführungszeichen, Medien, auch in Frauenzeitschriften, mhm, mehr benannt wird. Ja, so. Also wo wir auch anders drüber reden, ja, also eben nicht nur eben auf dieses 5 Tipps, um besser im Bett zu sein, so. Ja. Oder wie du ihn verrückt machen kannst, ne, das war so vor 10, 15 Jahren, ja, so, ist heute auch noch so ganz viel, ja, aber es gibt so eine Parallelschiene, wo es mehr eben um eine positive weibliche Sexualität geht, ja, so, und wo... Ja, wo es so eine gesellschaftliche Richtung gibt von Frauen, ne? Lernt euch besser kennen, erforscht, ja, euch, ja, zu eurem eigenen Vergnügen, aber auch für die Beziehungen. Ja. Ja, so, ist das auch, warum du es machen wolltest? Oder warum es so ein Drive in dir war, dass du das sagst, nee, ich will es mehr in die Gesellschaft einfach bringen, das Thema? Oder ich will, dass Frauen sich einfach wohler fühlen in dem Körper und beim, ja, Sex mehr Spaß haben und. Ja. Also ich glaube einfach, weil ich gemerkt habe, wie viel Unterschied es bei mir gemacht hat in meinem Leben. Okay. So, ja. Also ich bin da gar nicht so erst aus der Metaperspektive gegangen, sondern ich habe einfach gemerkt, okay, wenn ich mich selber besser kenne, wenn ich mich mit dem Thema Sexualität besser auskenne, dann geht es mir in meinem Leben besser. Hm. Ja, also dann habe ich, das macht sehr viel mit dem Selbstbewusstsein, das macht sehr viel mit dem Auftreten nach außen, das macht sehr viel... mit dem, wie ich mich selber sehe und fühle, ja, und auch, wie ich auf jemanden zugehen kann, ja.
So. Ja. Und das ist, also ich finde einfach, dass dieses Thema tatsächlich, wenn wir uns damit beschäftigen, lebensverändernd sein kann. Auf einer sehr diffizilen Ebene, ja, und ohne, dass es das Leben über den Haufen schmeißt, ja. Aber ich kann mich dann anders auf andere Menschen beziehen, ich kann mehr Selbstbewusstsein entwickeln und ich kann mich einfach auch anders fühlen dabei. Mhm. Ja, so. Und das, und durch mein eigenes Erleben, glaube ich, mag ich das so auch anderen Frauen irgendwie so mit an die Hand geben und sagen, hey, ne, da gibt's echt ein, also auch ein Raum oder ein Potenzial, was, glaube ich, ganz viele nicht ausschöpfen, weil sie keine Idee davon haben, ja, weil eben noch so ganz alte Bilder von gesellschaftlich oder von den Generationen davor sind, ja, so dieses Ding von, ja, das mache ich halt, ne, weil es halt dazugehört, aber ich könnte es auch lassen, ja, so. Und da keine Idee ist, wie kann ich das wandeln oder wie kann ich da auch ein anderes Bild davon bekommen und selber auch mehr Spaß dabei haben, ja, so, ja. Ja, finde ich gut, weil auch gerade, weil du gesagt hast, es gab viele Neinsager oder Zweifler, sagen wir mal so. Wie bist du damit umgegangen? Also hast du gesagt, boah, ja, ich weiß, es wird hart, aber das schaffe ich schon. Weil wenn so keiner an einen glaubt, das ist natürlich auch schwierig. Also weniger an einen glauben, das ist schon auch. Ja, aber also ich glaube, dadurch, dass ich halt schon davor oft so Sachen gemacht habe, wo alle gesagt haben, das, also ich habe schon immer so Sachen gemacht, die sonst niemand gemacht hat. Ja, so, also ich sage jetzt mal vorrechne. also ich bin vor 30 Jahren als Frau auf ein Kreuzfahrtschiff gegangen. So, ja. Das hat damals auch niemand gemacht. Echt? War das so? Also keine Ahnung. Als Frau in eine Küche zu gehen auf ein Kreuzfahrtschiff, als einzige Frau mit 70 Männern auf einem Kreuzfahrtschiff zu arbeiten, ist eine Nummer. Ne? Ja, so, okay, ja. Und einfach sozusagen zu sagen, nee, ich gehe einfach als junge Frau einfach in die Welt raus. Ist ja heute immer noch so. Ja? Also heute haben wir durch die Social Media mehr Kontakt damit, ja. Aber vor 30 Jahren war das noch irgendwie sehr skurril. Ja, so, ja, also so da ins Ausland zu gehen oder so, oder unter, also so die Sicherheit zu verlassen. Ja, so, ja. Und das habe ich einfach öfters gemacht in meinem Leben. Ich bin eigentlich immer mit dem gegangen, wo ich so das Gefühl hatte, da zieht's mich hin. Ja. Und von daher war es nicht das erste Mal. Deshalb, glaube ich, hatte ich da ein anderes Vertrauen rein, ne, in mich schon. Ja. Und in das, dass das, dass es entweder gut wird, ja, und wenn es nicht gut wird, dann lasse ich es halt wieder. Und mach was anderes. Ja. Ja, aber so ein Grundvertrauen, das ist schon wichtig, das zu haben. Ja. Also ist auch, ich finde es immer beeindruckend, wenn jemand das hat. Mhm. Weil oftmals haben ja Leute ein Problem damit, die irgendwie aus einer sehr sicheren Familie oder sehr sicheren Angestelltenverhältnis vielleicht kommen, das wirklich zu realisieren. So, ja, ich probiere das ja nicht und muss alles auf diese Karte setzen, wenn das jetzt, weil wenn es nicht funktioniert, dann bin ich quasi obdachlos und kann nie mehr was anderes machen. Mein Leben ist gelaufen, sondern es eher so dieses Mindset haben, wenn ich das probiere, ich mache das jetzt, alles auf diese Karte, und wenn ich feststelle, ah, okay, das funktioniert nicht, dann mache ich was anderes. Mhm, ja. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich diese Ängste nicht hatte, ne? Also ich hatte, ne, so. Du, glaube ich dir schon. Niemand ist angstfrei. Also ich hatte schon so Phasen, wo ich mir dachte, so, oh, morgen muss ich unter der Brücke schlafen oder so, ja, oder mir bricht alles weg, so. Aber motiviert es auch ein wenig? Also ich glaube, treibt an eher? Ja, ja, aber teilweise hat es ja manchmal auch mit der Realität nicht so viel zu tun, ja, so, ja, okay. so, sondern es ist ja oft auch sowas, was wir in uns tragen, ja. Aber ich glaube eher so, dass es eben so ist, dass je öfters wir die Erfahrung gemacht haben, ne, dass wenn wir springen, ja, also wenn wir wirklich so ins Nichts springen, und so fühlt sich das ja oft an, ja, wenn wir sozusagen sagen, ich höre jetzt was auf, ich mache was ganz Neues, wo alle sagen, du spinnst, ja, dann ist es wie ins Nichts springen, ne, weil du hast nicht so viel Rückhalt, ne, du hast keine Sicherheit, ja. Und die ersten Male hast du so das Gefühl, okay, ich springe, ja, und ich sauf dabei ab, ja, so. Und je öfters du machst, das machst, ja, entwickelst du meiner Ansicht nach so eine Erfahrung von, okay, es geht, irgendwie geht's immer weiter. Und selbst wenn du das Gefühl hast, du saufst jetzt ab, es geht nicht mehr weiter, geht's trotzdem weiter, ja. Und wenn du die Erfahrung in dir trägst, dann entwickelst du ein anderes Vertrauen ins Leben, würde ich sagen, ja. Wenn du jetzt 40 Jahre lang einen Job machst und diese Erfahrung nie gemacht hast, weil du immer in einem bestimmten Rahmen dich nur bewegt hast, in deiner Komfortzone,
dann ist es natürlich der Horror, das erste Mal zu springen. Ja. Ja, so, also ich verstehe das total. Ja. Ja, also es gibt eben Menschen, die fangen früher an zu springen, und es gibt Menschen, die springen nie in ihrem Leben. Ja, die bleiben halt immer in der sicheren Komfortzone, ne, und bewegen sich da nie raus. Und beides ist ja okay. Ja, so, ja. Jeder muss ja entscheiden, was er macht, ja. Aber ich glaube, es ist einfach eine Erfahrungssache, ne, so. Also abschließend Fazit, traut euch zu springen. Ja. Ja, so, also ich glaube einfach, wir sind einfach hier, um Erfahrungen zu machen und tatsächlich zu leben, ja, so. Und wenn wir halt uns nur in Strukturen bewegen, die sicher sind, ne, da ist es halt meistens nicht so lebendig, ja, da kannst du nicht dich wirklich entfalten, ja, so. Da bleibst du halt in einer kleinen Box drin, ja, und das ist halt einfach schade. Definitiv. Melanie, vielen Dank, dass du da warst und uns von deinem Leben, von deinem Weg, von der Konditorin zur Sexologin erzählt hast und gleich auch noch ein paar Tipps rausgehauen hast für die Jungs und Mädels da draußen. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Es war ein sehr schönes Gespräch, hat mir total viel Spaß gemacht. Sehr schön. Leute, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Schaut auch gerne auf Instagram vorbei unter inspiren_anders. Lasst ein paar Likes auf Spotify und Apple Podcast da und schaut, dass ihr den Newsletter unbedingt abonniert und auch Patreon-Namen. Ansonsten, Leute, bleibt sauber, seid lieb zueinander. Tschüssi!